Hallo und willkommen bei Deutsch Podcast. Wir sind eure Deutschlehrerinnen Virpi Haag und ich bin Sandra Duran. Ja, und heute sprechen wir etwas langsamer und wir werden bestimmt bald ins Restaurant gehen. Sandra, siehst du, das Restaurant sieht sehr interessant aus. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir dort wirklich was Leckeres essen können. Aber wie bestellen wir am besten auf Deutsch? Das ist eine gute Frage. Ich finde es ganz einfach, wenn man sagt, ich hätte gern. Ja, das ist wunderbar. Man könnte natürlich sagen, ich möchte. Ja, oder könnten Sie mir bitte und dann etwas bringen. Aber vielleicht machen wir mal die Beispiele. Fangen wir an mit, ich hätte gern. Dann würde, also der Kellner kommt und fragt, was hätten Sie gern? Ich hätte gern eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Sehr schön. Möchten Sie noch Wasser dazu? Ja, ich hätte auch gern eine große Flasche Wasser. Sehr gern. Ah, wunderbar. Wir könnten im Restaurant arbeiten. Ja, da beginnen wir. Ja, aber du hattest auch schon gesagt, viele sagen, ich möchte. Also ich könnte zu dir kommen und sagen, guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Ja, ich möchte eine Suppe. Und ich trinke ein stilles Wasser. Ja, möchten Sie auch noch ein Hauptgericht? Nein, danke. Ich möchte nur eine Suppe haben. Sehr gut. Also, Virpi hat auch eben gesagt, ich trinke einen Kaffee. Und damit sagt sie nicht, dass sie jetzt einen Kaffee trinkt, sondern sie jetzt einen Kaffee trinken möchte. Das sagen auch ganz viele. Ja. Na, was möchten Sie? Ich trinke einen Kaffee und ich esse ein Stück Kuchen. Genau, das stimmt. Oder einfach, ich nehme. Geht noch einfacher, ist sehr direkt und nicht unbedingt so höflich. Also bitte ist natürlich immer schön, wenn man das dazu sagt. Richtig, also ich nehme bitte das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ja, das ist schon sofort etwas höflicher. Wir sind bei der Höflichkeit und ich finde ja, dass der Konjunktiv 2 alles viel höflicher macht. Ja. Könnten Sie mir bitte eine Tasse Kaffee bringen? Das kann ich gerne machen. Und das ist super höflich. Ja. Oder würden Sie mir bitte ein Stück Marmorkuchen bringen? Selbstverständlich. Der Kuchen schmeckt heute besonders lecker. Also schaut mal oder hört mal, wie ihr etwas in einem Restaurant bestellen könnt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja, möchten Sie auch jetzt bezahlen? Nein, das möchte ich nicht. Ich würde gerne kassieren, denn ich muss jetzt auch nach Hause gehen. Ja, natürlich möchte ich bezahlen. genauso gut kann ich natürlich auch sagen, ich hätte gern die Rechnung, wenn ich bezahlen möchte. Selbstverständlich. Manche kürzen das auch ab und sagen, die Rechnung bitte. Das ist nicht so richtig höflich, finde ich. Etwas überheblich, also arrogant. Es kommt auf die Betonung an. Genau. Also ich würde, vor allem wenn ich noch nicht so gut Deutsch spreche, dann lieber den ganzen Satz verwenden und wirklich könnte ich bitte die Rechnung haben. Genau. Oder bitte bringen Sie mir die Rechnung. Das ist auf jeden Fall etwas sicherer. Genau. Also geht ins Restaurant. Testet die deutsche Sprache und vielleicht auch das deutsche Essen. Und auch wenn ihr online bestellt, bitte achtet darauf, dass ihr diese Höflichkeitsformen auch online, also telefonisch benutzt. Und wenn das Essen geliefert wird, dann, dass ihr auch dabei höflich bleibt. Ja, das ist ein guter Tipp am Ende. Ja,
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns natürlich bei Spotify folgt, bei iTunes eine Bewertung mit 5 Sternen gebt oder vielleicht sogar einen kleinen Text dazu schreibt. Ja, wo findet man uns denn noch? Natürlich sind wir auf YouTube und auf Google Podcast. Und wenn ihr uns nochmal auf Instagram und Facebook folgt, würden wir uns sehr freuen. Schreibt uns auch eure Kommentare dorthin. Ja, also wir lesen wirklich alles immer sehr, sehr gerne. Und auch bei Facebook und Instagram bekommt ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp von uns. Ja, das kommt ganz sicher. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.